Assalamu alaikum. Guck mal, 3 Monate vor Winter sind jetzt die Teppiche endlich weg. Gestern hat er es geschafft. Moin, Mann. Durch der andere Schuh jetzt. Och, Kinders, jeder tut die Schuhe weg. Also, ich war 2 oder 3 Tage nicht draußen. Also bei den Tieren. Ich war nicht bei den Tieren. Ich war gestern beim Zahnarzt, hat ja nichts geklappt. Ihr wisst, mein Akro-Tag. Ah ja, das ist, wenn Bertha da ist, bin ich immer ein bisschen nervös. Aber was ist denn das jetzt da auf dem Auto? Ach, guck mal. Das sind die Cora, die ja gestern... Huch, was ist denn da los? Ach so. Die Mango ist jetzt... Ach, war die schon lang kaputt oder? Ich weiß schon gar nicht mehr. Also die Mango ist auch hier. Ja. Jetzt gucken wir mal hier nach den Schildis. Wie geht's euch, ihr kleinen Mäuse? Ah, die ist unterwegs. Guck, und die auch. Okay, dann schmeiße ich euch mal. Paprika. Und hier. Wo bist du hier? Du riechst es schon. So. Das hier kriegt Gobi. Ja. Super. Hallöchen. Kommen Sie. Ich habe heute ein Brot für Sie. Trockenes Brot. Oh nein, was ist das für... Ach so, das ist Katzenfutter. Guck mal, Brot. Ah. Und hier. Das war's. 2 Brotdinger. Gell, Habibti? Komm. Oh, riechst du gut. Da ist Streu draußen. Heu, Boy. Kannst alles essen. Ja. Ich komm. Ich habe überlegt, ich tue die Affen jetzt zusammenlassen. Sollen wir da so ein Geschiss machen? Das weiß ich gar nicht. Erstmal hier gucken. Alles okay? Ah. Hallo, schläfst du? Augen auf. 1, 2. Oh je. Oh mein Goodness. Mein Hühneralarm. Ihr bist. Fausi. Moment. Ach so, ihr seid alle hier. Warum liegst du so komisch? Hallo? Ach, du schläfst. Sag das. Okay, die warten an der Tür. Alles gut, alles okay, alles okay. Jetzt kriegt erst mal... Obwohl, nee, erst die Affen. Die Schildi. Dann guckt man nach dem Baby. Ja, ist gut. Hat die hier... Ich habe jetzt irgendwie Angst... Weil jetzt ist ja langsam die Zeit, dass die Babys kommen. Alles okay, Nuki? Oh, mit kuschelst du mit deinem Sohn? Oh, die Ziegen, gell? Weil demnächst ist ja die dran mit Babys kriegen. Und ich weiß nicht, wie der Fino da reagiert, ne, wenn das Baby rauskommt. Gucken wir mal hier rein. Ah, nee. Guck mal, nee, das ist nicht für dich, Habibi. Später kommt dein Essen. Ich hab's in der Tüte. Heute bin ich bei 82,2. So, Dille. Schauen Sie. Also. Einmal. Warte mal. Für dich. Wo ist die Kalahari? Kali, der Kali. Hat der Habib, die bist. Guck mal, der ist schon seit wie vielen Tagen hier drinne? Jetzt hab ich. Guck mal, Mausi. Guck mal. Ein Baby für dich. Das musst du essen. Schau mal. Ich sag das. Was ist da los? Komm, iss. Gobi,
Oh, mein Baby ist eingebuddelt. Komm, guck mal. Komm, beiß ab. Lecker, lecker. Riech mal. Riech doch. Warte, ich gebe dir die bessere Seite. Die ist offen. Die ist offen, komm. Fausi, nicht eifersüchtig sein. Gobi muss auch abbeißen. Riech, guck mal, wie laut er riecht. Genau. Willst du schon mal probieren, Fausi? Hallo, komm, Fausi, da. Komm. Nee, Kaktus mag er nicht. Super. Jetzt gucken wir nach den Hasen. Warte mal, die Tüten hier. Oh, die Hexe über mir. Nein, da liegt kein Has, das ist... Warte mal. Eieiei. Alle entdeckt. So schnell. Hallöchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Guck mal, wie sie zusammen schlafen. Wow. Und Nummer 9 ist hier unten. Alles okay mit Nummer 9. Ja, alles okay. Upsala. Fausi, lach, komm. Ach so, willst du? Ich bring Baby her. Okay, ich bring's. Nein, nein, du kannst nicht mit. Bleib hier. Mama kommt wieder. Nein, Mama kommt wieder. La! Ja, ich komm wieder. La! Du bist doch schlau. Du bist mein Schlauer. Ich komm gleich, ja. Ich komm gleich. Don't worry. Vergesst euch nicht. Alles mit der Ruhe. Erstmal die Kleinsten füttern. Schildis und so. Oh. Puha, 31 Grad haben wir gerade und es ist, ich glaube, 7.30 Uhr. Oh. Mein Rücken tut immer noch weh, von dem bisschen kurz rumlatschen. Oh nee. Leave me alone. So, ich komme. Das ist nicht für euch. Das wird euch nicht schmecken. Baby! Alles okay? Was machst du da? Bist eingezwängt. Komm, Baby. Oh. Rede nein. Komm hoch. Komm. Ach, Sinne. Du armes Mäuschen, komm. Komm. Ich mach dir Platz. Geh, komm. Yalla. Also, nee. Komm doch, komm. Ich mach Platz, komm. Yalla. Na komm. Na komm. Oh, Stress. Diese Tiere. Komm, lecker, lecker. Baby. Guck doch nicht so. Komm. Du, ich kann das nicht umdrehen wegen dir. Dann Pech gehabt. Guck mal hier, Ballach, wenn du das siehst. Guck mal, die Baller. Nimm sie von mir, hier. Nimm. Keine Ahnung. Jetzt gehen wir erstmal zu den Meerschweinchen. Die kriegen ihr Paprika. Ja. Zeig dich, bist du besser? Oh, es wird immer schlimmer. Ja. Kann eine Allergie sein, aber gegen was? Oh, das heißt, wenn die schon hier sind, haben die Hunger. Moment, mal kurz Pause. So, jetzt sind wir drin. Guck mal, wenn sie schon zur Tür kommen, heißt es, die haben Hunger. 1, 2, 3, 4. Ach, 5, okay. Also, ich habe den Häusle... Was ist das für ein Geräusch? Ich habe den Häusle gemacht, paar Äste rein zum Zähneknabbern. Hallöchen. Oh, da ist ein Spinnenweben. Ich geht. 1, 2, 3, alle da. Na gut. Kommt, lecker, lecker. Wie, 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 wie. Was gibt's heute? Paprika. Paprika. Und Tomate. Ich weiß gar nicht, Tomate, war das okay? So. Ja, okay. Nachher komme ich nochmal. Dann gibt's Gurke. Ach so, ihr wollt auch essen. Ja.
Ich sehe schon, es muss leer sein. Oh. Zeige mir. Alhamdulillah, guck mal so. Ich bin so ein Trottel. Da ist doch noch alles voll. Ihr müsst nur suchen. Ihr seid zu faul. Kinas. Ich drehe es für euch um. Guck. Ah ja, gut, so viele Staunen immer drin. Okay, habt recht, habt recht. Ja. Wir wollen niemand verhungern lassen. Komm. Wir haben doch Zeugs. Ja, ich hab's doch gesagt. Ist okay. Ich bin ja nicht so gut in der Vogelsprache. Guck mal. Komm, lecker, lecker. La. Mizi. Die will, der lauert. Du, da musst du aufpassen, ne, dass die Tür dann aufgeht. Dann haben wir's. La. Runter, runter. Zumachen. Nein! Spinnen Sie! Ich weiß, ich mache so, dann kann er gar nichts machen. Da brauche ich keine Angst haben. Das geht nicht auf. Guck so. Ihr könnt mir langsam auf die. Geht ihr mir auf die. Ihr kriegt doch auch. Also nee. Ich kriege Angst. Alle schlafen noch. Gestern war wieder die Hölle los, Besuch, alles da. Ich Live-Video bis 11 oder was. Und dann konnte ich nicht mehr. Ich sag gleich, tschüss Besuch, ich geh ins Bett. Ich bin alt. Alt und schusselig. Ja, gute Nacht, die Deutsche. Schlafen Sie gut. Super, immer ausreden. Ach. Ich hocke da bis nachts, was weiß ich. Jetzt. Ah, jetzt bin ich oben. Komm, wir nehmen dich mit. Oder wie, oder was? Komm, Baby. Komm. Oder machen wir dich hier zahm? Nee, bist doch eh nicht zahm. Komm. Kommen Sie. Nimm von meiner Hand. Ja. Hier schmeckt's dir. Also, Baby, ist nichts mit Hunden. Mit Katzen weiß ich nicht. Aber Hunde ist nix. Komm, eine Banane kriegst. Das ist die letzte im Kühlschrank. Eine braune. Hallo, komm. Die hat gar keinen Hunger. Whatever. Dann gibt's halt Katzenfutter. Ja, wir sind jetzt dran. Juhu. Gut. Ach, nee. Alles okay hier? Alles okay. Ach. Ich habe ja schon mit der Tierärztin gesprochen, wegen in Deutschland. Sie kann sein, wir müssen testen. Kauf eine Pilzsalbe und versuch's. Wenn es weggeht, liegt es daran. Oder ist es eine Allergie? Es sieht. Ich hoffe, eine Krätze. Krieg ich den Pilz noch? Ich habe ja schon alles gehabt, egal. Hauptsache Alessio geht's gut. Habt ihr das schon lange nicht mehr gehört, gell? Jetzt hat er ja einen neuen Sohn. Wer war das? Nee, Jack Blue ist von Hailey Bieber und der Justin. Das ist der Jack Blue. Und der Alessio, der hat irgendwie. Das kann ich mir gar nicht merken, die italienischen Namen. Ja. Der zweite Sohn weiß ich schon nicht einmal. Der ist der dritte Sohn von zwei Frauen. Der macht nur Söhne. Der Kerle. Oh ja. Aber so ein süßes Mädle wäre doch auch mal. Na, die soll noch mal was rauslassen da. Komm, Habibti, hast du keinen Hunger? Was ist los? Ich glaube, du willst zum Verhause. Du machst jetzt wie mein Sohn, so komisch. Guck mal, Police Dog hat er jetzt an. Ich weiß, du willst zu denen. Komm, dann geh ich halt, komm. Bring ich dich rüber. Oh, egal. Ja. Ja, Labina. Almedina. Ja, Labina. Uiuiui, das Wasser.
Kommen Sie, kommen Sie. So, dann kriegt ihr das Wasser. Na gut, überredet. Wo ist die Tüte? Dann nehmen wir das Futter wieder mit. Gafi, was ist los mit dir? Bist auch so ein Bibu Bambi. Eieiei. So, komm, ich mache euch mehr Futter. Die Sachen sind irgendwie. Ich weiß nicht, wo ich die alle hin habe. Willst du hier dein Futter? Guck da. Ja, frisch. Du hier. Und du kommst mit. Wo hast du? Haben wir hier noch Dosen? Nee. Aber jemand kann ja auch hier sitzen. Hier ist schön kühl. Lecker, lecker. Komm, Paris. Und ihr? Guck, machen wir hier noch eine Runde auf der Bode. Und hier, lecker, lecker. Mietzi, komm. Komm, Mietzi. Komm hier, lecker, lecker. Ja, jetzt hat's Rusty. Irgendwer muss es nehmen. Okay. Oh, mein Rücken, was ist los? Was ist denn los hier in diesem Stall? Oh, und der Gafi frisst. Ja. Ist ein leichte Erkrankung hat dieser. Rosie, tu mal essen. Also der will gar nichts wissen. Das ist Liebeskummer. Der will zu den anderen. Komm, ich mach dir nicht. Das ist nichts für Katzen, Habibi. Ist nichts für Katzen. Rusty ist halt wirklich ein Upsala. Ja, super. Ein besonderer Kater. Wirklich. Komm, Baby, komm. Kommen Sie mit der Mutter. Komm, wir gehen zu Fausi. Komm, wir gehen zu Fausi. Komm, komm zu Fausi. Jetzt hole ich noch die Tüte. Ja. Ja, Labine. Oh, Habibi, guck mal das an. Ich brauche zwei Hände. Jetzt hat er sich verheddert. Der Police, Affe. Fausi, ich hab die Tüte, ja? Ich hab die Tüte. Upsala. Und der ist auch dabei, ja. Muss was? Dich tun wir hierher. Oh, das müssen wir so. Es ist eine. Ach. Tomate. Hast du die Banane schon gefunden? Nee, willst du das? Das mag doch. Sheila, jetzt hast du alles in der Hand, weißt du? Ja, und hier noch. Fertig jetzt. Jetzt binde ich den Kleinen an hier. Erstmal anbinden und gucken, wie es läuft. Guck mal. Und du machst wieder Schimpfgeräusche. Du schimpfst. Oh, sei doch froh, dass er da ist. Also echt. Okay. So, Dille. Und du frisch jetzt die Datteln. Ist auch egal. So. Guck mal. Ja, hast ihn akzeptiert. Der Arme will doch auch da sein. Hurra. Oh, oh. Sheila, geh mal hin. Das war doch dein Liebling. Erst mal gucken, wie es läuft. Guck mal, wie er ihn ruft, den Fausi. Oh, oh. Ja, beim Herr, wenn der frisst, kannst du ihn nicht stören, Baby. Der ist verfressen. Nicht was? Und du frisch uns die. Guck mal, die frisst uns die Datteln weg. Du kriegst doch auch Datteln. Guck. Nimm. Der traut sich nicht. Der hat Respekt. Der nimmt keine Dattel in den Mund vor Fausi. Guck mal, wie der sich freut. Ist das süß?
akzeptiere mich, ich bin wieder da. Ist ja recht. Komm, jetzt kommt der Gobi. Ich rieche noch andere Sachen. Es ist nicht nur Kaktus. Hier gibt's. Oh, die Tomate hast du geklaut. Okay. Sheila, ich dachte, du kommst zu ihm. Die denkt auch nur ans Futter. Ja, da ist eine neue Schildkröte, die kennst du noch gar nicht. Ja, guck mal, was ist das für ein Stein? Komische Sachen. Der weiß nicht, wo er hingehen soll, der hat Angst. Respekt vor Sheila. Guck, wenn die kommt, Kopf runter. Was ist denn das? Ja, der hat Angst vor Fausi, weil er weiß, das ist seine Frau. Guck, ich mach nichts. Guck, gib mir auch was. Guck, lass, akzeptier mich, sagt er. Ja, ist doch gut. Oh, ich glaube, der wird nicht mehr abhauen. Der hat jetzt gesehen, wie es ist. Bloß bei der Herde bleiben. Ja, der ist jetzt zum Mann geworden, der Baby. Eigentlich kriegt er einen neuen Namen. Babo. Der wird jetzt Babo heißen, der Vater. Oder? Wer ist für Babo? Schreibt mir in die Kommentare. Oder irgendein anderer Name mit B. Babo. Ah, sie frisst. Endlich frisst sie die. Oh nee, ist Paprika, oder? Frisst Paprika, keine. Ist egal, Hauptsache sie frisst was. Baba. Kann man ja nicht Baba nennen, wenn man flippt aus. Babo. Ist auch nicht richtig. Auch Baba heißt das ja auch. Und denkt ihr, wir nennen ihn so. Der Vater ist der Affe. Nee. Bobo. Dann, nee, das geht in Ägypten nicht, sonst heißt das Hinterteil, wenn man Bobo sagt. Oh. Bibo. Bibo? Nee, ist auch blöd, der Name. Es muss ja was für immer sein, wo schön klingt mit B. Becky. Back in the trap. Zurück in der Falle. Nee. Becky ist auch ein Mädchenname. Aber ich meine jetzt back von zurück in Englisch. Kraul mich. Das hat der Flöhe. Ich habe den ja nicht untersucht. Aber der wird hier entfloht von allen. Das ist kein Problem. Guck mal, die Hasen, die fressen die ganzen Sachen weg. Ja, die kommen auch raus und riechen die Sachen. Ja, also jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, der Fausi beißt das Baby nicht. Oh, diese Geräusche. Ja, der kratzt sich für mich ein bisschen oft. Du, den nennen wir Bullies. Bullies. Bulli. Baby ist doch, passt doch gar nicht. Der Baby, weißt du, wie sich das anhört, als ob ich kein Deutsch kann. Bulli. Bullies. Nee, dann wird die Regierung sauer. Dann das denke die, müssen mit denken, die Polizisten sind Affen. Oh nee. Aber der hat ja einen Police Dog. Er ist ein Police-Affe. Nennen wir dich Bolli. Guck, der hat auch Hunger, der traut sich noch nicht. Jetzt hat er schnell was in Gosch getan. Komm, und du hast die Hamsterbacken voll. Schämst dich nicht. Und die schwätzt und schwätzt. Bring uns doch mal Futter. Nee, Gott sei Dank. Das ist hier Natural Geographics. Oh, da ist er noch. Warte mal, da hast du noch Kaktus. Das schmeckt dir gar nicht. Du bist ein blöde Schildi. Gobi, der verreckt hier halber für einen Kaktus. Komm. Du hast doch deinen Kaktus gegessen. Komm. Was ist denn das jetzt schon wieder? Gell? Ja. Oh. Da liegen überall Sachen, der traut sich nicht. Nennen wir dich Bolli. Bollywood. Wie im Film. Ja, das war ein Film. Also, ich wäre für Bolli.
Buddy, nee, der ist ja nicht zahm genug. Buddy ist ein besonderer Name. Das war mein erster Yorkshire Terrier, hieß Buddy. Das ist der Wege. Krieg kein irgend so ein hergelaufener Bolli mit dem Namen Buddy. Du bist nämlich nicht mein Freund. Hausch ab und dann beißt du uns. Ja. Du bist ein Affenfreund. Guck mal, die Hasen kommen alle. Hey, was ist da los? Kaktus, ja, hau rein, Gobi. Ja, der muss auch klettern. Der muss seine Muskeln da hoch, runter, rechts, links. Müssen auch gedehnt werden. Um Gottes Willen, du, die frisst der Schildi aus der Gosch raus. Das ist gemein. Wie beim Spaghetti, habt ihr das gesehen? Bis zum Mund ist er gegangen. Ist sie gegangen, die Arme. Keine Paprika mehr. Oh, doch, jetzt kommst du wieder. Ich muss den Fuß hoch, geh weg. Die Kalahari soll fressen und du beißt doch der nicht in die Gosch. Oh, du armes Mäuschen. Oh, hast du nur noch so ein Stück übrig? Och, ist das eine. Du arme Mausi, arme Mausi. Mama hat dich lieb, Kali. Oh, was ich heute gehört habe, da. Wie heißt er? Sag mal. Der war früher Nationaltrainer, ist heute gestorben. Sag mal. Daum. Christopher Daum? Christopher Daum? Daum heißt er. Ja. Ah Gott, Franz Beckenbauer. Da kommen die Spatzen. So ist die Lebe. Gell? Ja, Bolli. Nee, Hexe ist das, oder? Wer ist denn das jetzt? Nee, das ist Bolli. Oh, die zwei sind sich... Nee, das war Hexe. Das ist Bolli. Die sehen sich aber auch ähnlich. Und ähnlich groß. Jalla. Gucken wir mal kurz nach meinem Wasser. Guck mal, hier sind die Näpfe. Und draußen stehen Näpfe. Ja, ich weiß. Müssen wir hier mal wieder putzen, wenn es kühler wird. Was ist denn das hier? Lebst du noch? Nee. Schon zu spät. Okay. Wie ist denn das Wasser? Ja. So, meine Lieben, ich wecke jetzt meinen Mann auf. Es kommt weg. Der will nämlich in die Stadt. Ja. Und wir haben kein Wasser. Gestern habe ich die Wassermaschine angemacht. Kein Tropfen Wasser gekommen. Was ist los? Was ist? Du hast doch was. Was ist los? Milka! Hä? Warum zitterst du so? Hallo. Habibti. Irgendwas stimmt hier nicht. Nee, guck mal, hier ist Wasser. Komm mal, Wasser. Komm mal. Habibti. Ja, die wurde geimpft, ne? So zum Thema. Dr. Kumilla hat Mist gebaut. Aber der Mahmoud. Was ist denn? Ich bring Futter. Dann gucken wir dich nochmal an. Ich wollte gerade sagen, Mahmoud macht's Futter, aber das ist ja horribile. Nicht, dass die hier immer so Sachen geben. Ich habe schon wieder verfaulte Dinger gesehen. Wisst ihr? Verfaultes Brot, das habe ich weggeschmissen. Das ist eine Eigenart der Ägypter, dass sie einfach denken, ja, es ging doch gut bei mir, 20 Jahre. Hast aber nicht gemerkt, dass deine Tiere gestorben sind. Ja, das war was anderes bestimmt. Ach so, ich muss doch von hier holen. Es war nichts anderes. Ich
Schimmelsachen gibt man nicht. Das ist gefährlich. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt kann ich das schleppen. Moment. Hey, ich habe gerade Mahmoud gerufen. Die lag hin. Eine Amel Meyer on her. And she's all the body shaking. Look. All the body shaking. She fell down and make cramp. And I give no food. And now she eats wire, but she was in the floor when I come with the food. Before she was just looking curious. And I see there is something not normal. After I give her water on the body, she become better. She was in a shock. I don't know what is this. Can be from the Hogan. You remember how many centi? This was too much. One centi. Ja, Nuki, gell, da geht's nicht gut. Aywa. Don't know. Alle sind gut. Und die wächst aber auch nicht. Die hat vielleicht was. I don't think she will survive the next days. That you know. This just blah blah that she eat now. Die war wirklich auf dem Boden und hat sich... She could not stand up. She make with her head like... Die hat ihren Kopf verdreht. Beide, also hier die Füße im Krampf. Und vorne war auch verkrampft. Ich habe sie dann hochgenommen, dann ist sie wieder weggegangen. Wie so ein epileptischer kurzer Anfall. Oder eine Schockstarre, Schockmuskelstarre. Ich weiß nicht, wie man das nennen kann. And all the time I come in the Hosh Hassalhaga. You see? 2 Tage war nix. Jetzt komme ich in den Stall, finde wieder was. Oh my goodness. Was ist Maya? I don't know. Und die haben hier Wasser übrigens, hier ein bisschen gehabt. Keine Ahnung, was los ist. Einfach Wasser auf sie drauf und fertig. Nicht, dass dich was gebissen hat. Kann ja auch sein, eine Wespe. Die sind ja auch wehleidig. Aber dann wird sie ja schreien. I don't know. I hope not the agara bite her. And she don't know. Because she's under the in the forn. Die ist immer im Ofen. Da können ja auch Skorpione. But if this biting, it's you feel alarm. Because you know they scream a la tool if something biting. Your husband. Your brother, he get biting one time. He say it's hurting. Okay. Naja gut, dann kann es kein Skorpionbiss sein. Weißt du, wenn sie so schläft, vielleicht, die hat ja da geschlafen, vielleicht hat sie es nicht gespürt. Okay, I go inside. I was so afraid. She's shaking in the floor. Okay, da, I think she died in my hands. Hab echt gedacht, die verreckt jetzt in meiner Hand. Oh, Mahmoud. My nerves in the floor. I bring baby here, all here now. That you know. The monkey, mean baby D. Maybe we call him Bolly, like Bollywood. Bolly or Bolis. Bolis af dog. Alhamdulillah. Hamakumallah. Hey, the dog's here now. Ach so, yeah. Oh my goodness. Also meine Lieben, das war's im Video. Bis die Tage, Marcelema. Bye. Oh my goodness. Und der Rollot, der war kaputt. Der Yunus hat ihn reparieren lassen. Und die Räder geholt oder was auch immer. Yunus repair it, you see? And what you say about your son now? He need... Are you a hero? He become Mohandes. Der hat es einfach repariert. Ja. Hat 50 Euro damals gekostet, vom dem Flughafen herzubringen, das Ding. Oder war das für umsonst? Ich weiß es nicht mehr. Ja, yeah, from Germany. Das hat mein Opa. From the fathers, ah? Guck mal, die Ägypter. Die haben so lang klingelt, bis das kaputt ist. Das klingelt nicht mehr. Oder? Ach so, warte mal. Ich will jetzt nichts wieder falsch sagen. Ah ja, doch. Das klingelt nicht mehr. Das muss ich erst mal hinkriegen. Hat jemand von euch das in der Kindheit hingekriegt, eine Klingel kaputt zu machen? Also ich nicht.
I don't know the Egyptian. Can they destroy everything? In my childhood, I never can broke this. It was always ringing. Here, wir lernen, wie man es kaputt macht, sagt er. I see this. Yalla, bis die Tage. Mashallah. Boy, boy.